Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 850. 850. Die nächsten halben 100. Die 900 kommt näher. Wir sind der 900 jetzt dann näher als der 800. Fortschritt, Fortschritt. Und natürlich, es geht weiter. WCS Global Finals. Nächstes Match, Gruppe C, Match Nummer 1. Wir haben PvP. Und zwar den Protoss hier in Rot. Das ist der koreanische. Es ist natürlich, für die, denen es noch nicht aufgefallen ist, es gibt 8 nicht-koreanische und 8 koreanische Spieler und die sind so gesiedert, dass jedes Match der ersten Runde immer Korea gegen Nicht-Korea ist. Und danach, je nachdem, was für ein loses Match ist, entwickelt sich das. Aber eben der Auftakt ist auf jeden Fall immer Korea gegen Nicht-Korea. Somit haben wir hier den Protoss in Rot. Das hier ist Stats. Und der spielt gegen den Protoss hier in Blau. Der ist, ja, auch bekannt. Bisschen kontroverse Gestalt. Man kennt ihn, man liebt ihn oder man hasst ihn. Es ist natürlich Hers. Das heißt, wir haben hier das Aufeinandertreffen von zwei Grundsätzen. Wir haben Hers, den Meister des Chaos, gegen Stats, einen der solidesten Protosse, die es gibt. Und die beiden, ja, spielen komplett verschiedene StarCraft. Stats ist derjenige, der wirklich so Makro-Game, jo, voll mein Ding, bin ich gut drin, alles easy. Defensiv bin ich auch gut drin, versuch mich doch zu brechen. Auf der anderen Seite haben wir Haas, der natürlich so, welchen Blödsinn kann ich dieses Mal spielen? Wie viel Kreativität gibt meine Rasse eigentlich noch her? Wo kann ich welches Tech-Gebäude hinstellen? Welche Einheitenkomposition kann ich verwenden, die kein Schwein kennt? Das ist so typisch Haas. Das heißt, die beiden im Aufeinandertreffen kann sehr interessant jetzt hier werden. Mal sehen, was uns Blue Shift bringt. Wir sehen es jetzt mit dem Dauer-Scout in der Mainbase. Momentan haben wir das Doppel-Gateway von Haas gegen das Doppel-Gateway von Stats. Das ist alles noch ganz normal. Und wir haben hier Stargate gegen Stargate, aber einmal Proxy, einmal nicht Proxy. Also bisher noch recht zahm, was Haas hier betreibt. Bisher ist es nicht absolut chaotisch. Er setzt jetzt hier nochmal Pilot-Block an der Natural. Die Probe hier, ja, wird gesniped von den Adepts. Und Haas hat hier eben Doppel-Stalk, hat sich gerade auch um die Probe gekümmert. Somit einen recht normalen Anfang für dieses Matchup. Und wir sehen hier auch den Scout. Die Adepts hier am Scouten suchen nach dem Tech-Gebäude. Noch hat Stats das nicht gefunden. Bis sie suchen einfach nach irgendwas, weil Stats, man merkt auch, Stats weiß, gegen wen er hier spielt. Es war eine Zeit lang so, dass die Koreaner ein bisschen unterschätzt haben, wer Haas ist. Aber man sieht, Stats lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Er sucht. Er hat die Probe gesehen. Er weiß, irgendwo ist hier vermutlich was. Das ist jemand, den Haas, gegen den ich spiele. Und somit sucht er hier erstmal nach einem Gebäude. Aber er hat nichts gefunden, denn typische Haas-Position, wo kein Mensch das Gebäude erwartet. Es, irgendwie steht es doch im Weg, aber doch gut genug versteckt, dass es keiner findet. Chrono boostet sein erstes Oracle, währenddessen hier auch Chrono boost aufs Oracle von Stats. Schildbatterie kommt gegen keine Schildbatterie. Das sieht schon mal nicht so gut aus für Haas, denn ein Oracle alleine ist einfach nicht gut genug, um durch eine Schildbatterie durchzukommen. Und das haben wir hier, die Adepts unterwegs, haben sie um den Pylon gekümmert. Oracles klatscht sich kurz ab, aber die Schildbatterie ist ready hier. Und damit gar kein Problem für Stats. Er wird hier nicht viel verlieren. Haas müsste hier in diese Ecke angreifen. Wenn die Einheiten außerhalb der Reichweite der Schildbatterie sind, dann er lasert einfach drauf. Jetzt hier kommt die Umentscheidung. Aber auch hier, er muss eben die vom Gas mitnehmen. Das sind die in Reichweite sind. Wenn das sind Stats mit dem vollen Angriff, mit den Adepts und dem Oracle, geht es hier hoch. Aber das sind viele Stalker. Der Stalker blockt jetzt hier auch ein bisschen, nimmt viel Schaden. Und dann wird auch ein Adept gesniped, denn der Shade geht nach vorne. Das Oracle wurde jetzt zurückgezogen. Interessanterweise ist Stats committed hier nicht mit dem Oracle, sondern nur mit den Adepts. Da werden die Props reingezogen, die versuchen jetzt hier zu snipen. Wenn das ein Hass hat, ein bisschen Schaden auch auf der anderen Seite gemacht, aber hier müssen die Props weiten. Da werden viele Props gesniped, aber da verliert hier Stats auch jeden seiner Adepten. Hier wurde nochmal ein Pylon-Block angedrückt und wir haben jetzt hier Warp geht online, mehr Stalker kommen, das Oracle ist noch immer unterwegs. Stats geht, wenn das auf der Expansion, Phoenix gegen Phoenix Fight hier, 2 Phoenix gegen 1, das kann hier Hass nicht gewinnen. Und somit kann er sein Stargate eigentlich nicht mehr nutzen, denn ihr Stats hat die Luftvorheit erobert, hat immer noch das Oracle-Schildbatterie, ist nicht ready und das sieht hier nicht gut aus. Jetzt verliert hier Hass nochmal Worker, er ist runter auf 16 zu 21 und Stats hat hier gleich seine zweite Basis durch. Also ein bisschen läuft das hier viel, viel besser für den Protoss in Rot. Der hat hier ja die Economy-Führung auf jeden Fall und es dauert dann auch nicht mehr lange, bis er das Army, die Army-Führung auch übernimmt. Und Hass, ja, hat die Zeichen erkannt und denkt sich, okay, muss mit meinen Stalkern irgendwas machen. Ich habe hier einen Warp in Pylon, der wird auch genutzt, somit Natural wird hier belagert. Wir haben eine Schildbatterie, die gebaut wird, denn der Phoenix Scout ist da, sieht keine Natural bei Haas. Und die Phoenix ist hier noch fröhlich am Rumschießen. Schildbatterie kann geliftete Props nicht helfen. Somit gibt es nochmal mehr tote Worker. Haas runter auf
15 hier gegen 22 der Worker County Stock of Sunni zu brechen, aber da kommt ein Forcefield und eben mit diesem Forcefield sind die Chancen für Hast hier hochzukommen sehr, sehr gering. Er hat keine Lufteinheit mehr übrig, das heißt, er hat auch keine High Ground Vision. Er kann zumindest mal den Erdschwer runterschießen. Wenn das nächste ist, das Oracle drin setzt, ein Stasis Ward, wird aber ohne Stalker wäre es top gewesen, mit Stalker nicht ganz so geil. Aber die Natural Stop von Stats. Haas macht hier weiter Druck. Und Stats immer noch mit dem Oracle unterwegs, das den nächsten Stasis Ward einfach setzt. Aber Haas hat die Reaktion, wobei jetzt hier ist der Block eben durch den Stasis Ward. Und da war jetzt nochmal mehr Probes gefangen. Und wir können mal kurz ins Income Tab schauen, denn das sieht hier, ja, sehr schwunghaft in Richtung Stats. Und dann sieht eben Stats jetzt ja auch im Army Supply, setzt es sich auch ab. Haas hat einfach gerade nicht die Economy, wird hier weiter Rest, kriegt hier nochmal Rest mit ab. Wenn man eine Probe, die stirbt, die Phoenix einfach zu zweit, denkt sich, jo, mal kurz vorbeischauen und sehen, da ist immer noch keine Natural von meinem Gegner. Er ist immer noch auf One Base und eben so Stück für Stück läuft das für Haas einfach nicht gut genug, denn der Hard Counter wird gerade gebaut gegen seine Stalker, zumal Haas auch keinen Tech hat. Haas ist komplett nur auf Gateways, er hat kein Twilight Council, er hat das Stargate, aber das kann nicht genutzt werden, weil sein Gegner die Phoenix hat. Und wir sehen ja, die Phoenix machen immer noch Stress. Und Haas hat hier einfach 17 Worker, versucht immer noch mit den Stalker und jetzt auch Adepts hochzukommen. Aber oben ist jetzt gleich der zweite Mortal und dann können die Stalker wirklich nichts tun. Also es wäre ein Haas-typischer Move, da trotzdem hochzulaufen, weil aus irgendeinem Grund nimmt er die Fights anders als so manch andere. Ein Oracle hier, ja, Stasis Ward anstatt Laser, einfach weil die Schildbatterie da ist, wird sofort geklärt. Schön gemacht von Haas und er kann wieder ins Minen. Aber es stört halt die ganze Zeit sein Mining. Man sieht eben Stats inzwischen im Supply, doch mehr und mehr vorne. Und jetzt kommt ein Warpress mit dazu und setzt es jetzt auch immer noch One Base. Traut sich nicht raus aus seiner einen Basis mit den Immortals, aber so langsam kann er sich das gönnen. Dann hat er genügend Feuerpower und eben jetzt mit dem Warpress dabei, da wird es einfach rausgehen, sieht man es ja auch hier. Das Warpress ist die Vorhut, die Adept scouten. Der Immortals wird ausgeladen, die Einheiten kommen runter und jetzt hat Stats hier den Weg frei. Und Haas kann gerade nicht viel mehr tun, außer rückwärts laufen. Das Target wurde inzwischen auch gescoutet, das wird jetzt hier auch erstmal entsorgt. Da wurde gerade zwei Phoenix gebaut. Aber trotzdem, zwei Phoenix reichen nicht. Es ist 2 gegen 2 Phoenix momentan. Phoenix kann nur wegfliegen. Pylon down, Stargate down. Müssen das Stargate einfach stehen gelassen. Das Oracle hier ist noch unterwegs. Währenddessen Haaslauf komplett nach Hause. Die Phoenix von Stats wurden gerecalled tatsächlich. Und hier die Phoenix von Haas kriegen ein bisschen Schaden ab. Das heißt, der Fight ist gefährlich für Haas. Den kann er sich gerade nicht einlassen und zieht auch entsprechend seine Phoenix erstmal weg. Ja, die könnte ja brauchen, um eben das Warpism zu snipen. Problem ist, wenn der Gegner selber zwei Phoenix hat, die in einem besseren Zustand sind, wird man den Fight nicht gewinnen. Und das, ja, jetzt ist Stats dran. Dieser Fight. Oh, reicht tatsächlich! Nicht gut genug das Fokusfeuer gewesen gerade von Stats. Damit verliert er selber nochmal ein Phoenix und mit 1 zu 1 der Phoenix-Count. Aber das Warpism ist mit dabei. Man sieht eben Army Supply 44 zu 28 und Stats nimmt trotz allem dahinter einfach eine zweite Basis. Also hat einfach eben das bessere Mining gehabt und das macht sich hier sehr deutlich, bemerkt man. Jetzt hat hier Haas den Contain gegen sich. Das sind 4 Sentries, das heißt die Chance, dass er in der Mainbase rauskommt, ist sehr unwahrscheinlich. Der Fight wird ziemlich schwierig gegen 4 Sentries, gegen Guardian Shield und Force Fields und die Adept Shaden einfach hochgeben, kurz die Vision. Der Phoenix hier hat sowieso den Highground hier und immer das Oracle stirbt jetzt ziemlich schnell. Aber jetzt hat hier Haas halt nur noch ein einziges Gateway und eine Robo und ist gerade Supply Block. Es läuft nicht gut für den Brutus in Blau, der versucht alles, snipe den Phoenix. Aber trotzdem, Observer ist mit dabei, Bob ist mit dabei für Highground Vision, die Adepts sind hochgeschadet. Fighten jetzt hier alleine, jetzt mal die Immortals hochgefragt und das sind halt zu viele Stalker gegen Guardian Shield plus Immortal und da hat Haas einfach nicht genügend, bei weitem nicht. Wenn dessen Stats hat eben zu Hause die zweite Basis im Bau und hat das einfach sehr entspannt runtergespielt. Bisher sieht das sehr solide aus von Stats. Und sieht eben am Ende, hat sich das Income angeglichen, als eben das Mining zugrunde ging, als bei Stats die Mineral Fields hier sich aufgelöst haben. Aber er hatte einfach bis zu seinem Angriff die letzten 5 Minuten den Economy-Vorteil und dementsprechend einfach viel, viel mehr Army. Und man sieht, da konnte Stats, konnte Hassel auch nicht mithalten und Stats hatte ja auch die bessere Qualität. 2 Immortals gegen eine Handvoll Stalker oder ein Dutzend Stalker, wenn wir gnädig sind, ist einfach eine richtig mächtige Waffe und das haben wir gesehen. Somit 1-0 für Stats und wir gehen in Map Nummer 2. So, Map Nummer 2, Acid Plant. Packt hier Haas den Cannon Rush aus, packt irgendwas anderes aus. Ich warte eigentlich schon drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber er hat momentan keine Probe ausgesendet. Bisher ist alles eine eigene Basis und es gibt wieder ein Gateway. Ich bin überrascht, schrägstrich ein bisschen enttäuscht, dass ich hier recht normales Game von Haas tatsächlich sehe. Weil ich schätze das so ein, dass Haas im direkten Makro-Game gegen Stats keine Chance hat. Und das haben wir in der ersten Map gerade schon soweit ein bisschen gesehen. Haas ist einfach nicht der Killer-Makro-Spieler. Und momentan spielt er damit außerhalb seiner Spezialität. Und das hindert ihn eben auch. Aber mal sehen, vielleicht hat Haas hier nochmal einen Plan, einen Masterplan. Das ist bei Haas so
Er ist man sich nicht so ganz sicher, ob er der Mann mit dem Plan ist oder der Mann, der einfach komplett ohne Plan spielt, weil er on the fly alles improvisiert, was er gerade so treibt. Aber wir werden sehen. Probe ist auf jeden Fall unterwegs und hier wird es vermutlich wieder ein Proxy-Pylon geben. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Die Probe ist hier in einer verdächtigen Position. Wenn das sind Stats, mal wieder bei der eigenen Probe scouten. Es gibt das zweite Gateway und den Cybernetics-Core auf beiden Seiten. Und da ist eben Le Pylon. Mal sehen, was an diesen gestellt wird. Eventuell ein Stargate. Was haben wir an Gas? Ja, 2x33. Okay, das sieht sehr nach einem Stargate aus. Aber bei Haas, wie gesagt, kann man sich nie ganz sicher sein. Es ist schwierig, Haas-Strategien zu callen. Das hat mich die Zeit, die ich Haas-Games gecastet habe, schon so ziemlich deutlich gelehrt. Aber darum ist es auch so unterhaltsam, ihn öfters mal zu sehen. Ja, und wir haben jetzt hier Doppelstalker gegen Doppeladept. Also gleich wie in Map Nummer 1. Und immer noch die Probe unterwegs. Und mal sehen, Gas kommt, 150 ist gleich da und es gibt das Stargate für Haas, ein weiteres Mal Proxy. Bei Stats hingegen, Gas wird momentan noch gesammelt, hat erstmal noch eine zweite Runde Einheiten vor, wie es scheint. Ah, hat das Supply nicht ganz, doch Pylon höre ich doch gerade, ja, Pylon war gerade frei und es gibt danach direkt Doppelstalker. Währenddessen bei Haas, die zwei Stalker sind jetzt hier da, die Probe hat inzwischen die Basis verlassen und es kommt einmal mehr ein Scout von Stats. Der will sich hier nicht verarschen lassen. Der hat natürlich mit seiner Probe gesehen, dass ein Mainbase bei weitem nicht genügend steht. Da fehlt der wichtige dritte Pylon. Der muss aber natürlich irgendwo sein. Und es wird das Stargate gefunden. Sehr, sehr schönes Scouting von Stats. Sieht das Stargate, sieht den Pylon und wird direkt auf den drauf schießen. Das sieht nicht gut aus schon mal für Haas. Wenn das Proxy schon so früh gescoutet ist, das Gebäude noch nicht mehr fertig. Wir sehen Robotech für Stats. Und da kommt ein Phoenix First bei Haas. Hat aber die Stalker hingeschickt, um hier den Pylon zu beschützen. Das heißt, das Stargate wird weiter online bleiben, die Adepts shaden einfach gerade fröhlich durch die Gegend. Stanks sitzt ein bisschen in der gefährlichen Position, denn Haas kommt mit Stalkern von beiden Seiten. Versucht unter Umständen die Adepts zu snipen, aber der Shade wird hier durchkommen. Die Adepts werden das überleben. Ja, Shaden hier weit wieder weg. Bisschen Hitpoint Damage genommen, aber nicht allzu wild. Robo ist ready und wir haben hier drittes Gateway und immer noch One Base von Stats. Also, ja, 3 geht Robo, Stats wird hier selber aggressiv werden, hat die Schildbatterie natürlich gegen den Oracle, also es wurden Phoenix gebaut, es wurde ein Phoenix gebaut und ja, okay, wir sehen wieder was Haas-typisches, er nutzt diesen einen Phoenix mutig als Highground Vision, um hier Stats anzugreifen, zumindest für eine gewisse Zeit. Problem ist, er hat nicht wirklich viel mehr Einheiten, Warpgate ist ready, aber er kann ein bisschen aufs Gateway schießen, aber trotzdem, wenn hier gleich das Warpins mit dabei ist und die nächsten Warpins kommen, sieht das für Haas nicht gut aus, der Fight. Das kann ich gleich versprechen. Das sehen wir, dreifacher Warpin kommt, das müsste Haas jetzt auch gesehen haben. Das heißt, er weiß, dass sein Gegner 3 Gateways hat. Und währenddessen hat hier Stats sich selber noch die Probe aufbewahrt. Die Adepts hier scheinen immer noch vor die Gegend und kommen nicht rein. Pylon Block ist nämlich komplett dicht. Die Basis von Haas ist zu. Aber da geht's einfach los mit Warpinsen. Jetzt kommt der Recall von den Adepts. Okay, und die Adepts werden hier rausgezogen, überleben das. Wenn das die Stalkers Warpers mit dem Warpers haben eine Mission und zwar das Stargate endlich mal zu unpowern. Und bisher Stats hier, wie man sieht, er ist wieder im Supply vorne. Der Stargate-Tech für Haas hat überhaupt nichts gebracht, weil eben gescoutet wurde, hat damit nur diesen einen Phoenix gebaut, ansonsten nicht wirklich was. Der Docker-Count ist noch gleich, das Stargate ist unpowered, Haas ist Supply blocked, Resources lost technisch, ja. Stats hat doch gar nichts verloren, noch keine einzige Einheit. Noch nicht mal seine Scouting-Probe, die gerade auch wieder nach Hause geschickt wird. Und jetzt geht gleich der Fight los. Und hier ist eben das Warpers mit dabei, aber das könnte hier vielleicht gesniped werden. Nein. Haas kommt nicht dran. Und jetzt natürlich das Problem, Haas kommt nicht in seine eigene Mainbase. Er müsste recallen oder sein Pylon aufbrechen, aber er hat für beides gerade nicht so wirklich Zeit. Versucht jetzt trotzdem Pylon aufbrechen und will damit Damage nehmen, verliert einen Stalk und er hat damit seine eigene Robo unpowered. Oh Gott, Haas. Es läuft gerade komplett schief, das heißt kein Immortal. Und ohne Immortal sieht das schlecht aus, denn Stats steht hier wieder dran, hat die High Ground Vision dank Warpersen, hat Sentries mit dabei für den Notfall, falls es ein Force Field gebraucht wird und eben auch, ja, sehr offensives Force Field, sehr viele Stalker werden hier. Haas macht hier das eigene Gate weg. Oh Gott. Und ich glaube, das wird es hier fast schon gewesen sein. Der Mord wird immer noch geklonerboostet, aber er ist bei weitem nicht ready. Haas hat gerade den ganzen Sprung Stalker verloren, als die hier komplett vorne rumgelaufen sind, nachdem er sein eigenes Gate noch zudem getötet hat. Und ja, das war's auch schon. Okay. Würde mal sagen, outclassed hier. Stats der klare Sieger. Haas hat am Ende ein paar sehr zweifelhafte Moves hier durchgezogen. Gerade das hier, wo man sieht, wo die Stalker rumgelaufen sind. Und ab da war hier einfach das Army Supply. Das Problem, dass der Pylon hier die Robo gepowert hat, war eklig. Ich meine, er hätte genügend Platz für die Robo an anderen Orten gehabt. Aber nein, die stand da, wo der eine Pylon dafür für Energie gesorgt hat. Das heißt, der Mortal wurde hinausgezögert. Hier die ganzen Stalker verloren. Ja, da hat sich Haas ein bisschen selber ausgespielt, muss man wirklich sagen. Aber das kann eben auch ziemlich gut.
Wie gesagt, bei Haas-Fan zu sein ist sehr schwierig. Er ist auch so einer, der wechselt zwischen Genie und Wahnsinn. Oder ja zwischen. Eigentlich bei Haas ist es zwischen Wahnsinn und einfach nur Totalversagen. Das ist der Grad, zwischen dem Haas wandelt. So ziemlich. Ob da Genie dabei ist, bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Ja, somit Stats mit dem entspannten 2-0. Damit auch im Windows-Match bisher haben wir dreimal der Koreaner gewonnen. Macht sehr viel Freude. Ich weiß nicht, ob ihr die Ergebnisse von BlizzCon kennt. Ob es Spoiler sind oder nicht. Aber wie gesagt, ich wollte die VPs trotzdem machen, weil ich finde, das sind ein paar interessante Matches auf jeden Fall mit dabei. Das sind gerade die top aktuellsten Replays, auf die ich Zugriff habe. Und daher, ich möchte die einfach machen. Ich glaube, ich habe die letztes Jahr auch, ich weiß nicht, wie viele ich letztes Jahr von den Global Finals gemacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwas davon dabei war. Aber ich müsste jetzt nachschauen. Ich bin jetzt da momentan überfragt. Aber das war Replicast 850. Das war Haas, wenn er gegen einen Gegner spielt, der zu solide ist. Und dann passiert sowas. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.